Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Österreichischen Nationalbank zu unserer Pressekonferenz. Wie üblich vor Weihnachten präsentieren wir Ihnen die Aussichten für die Wirtschaft im nächsten Jahr und in den Folgejahren. Das ist eine hybride Veranstaltung. Wir haben also hier Kolleginnen und Kollegen der Medien hier im Saal und gleichzeitig haben wir so Teilnehmer im WebEx. Und jetzt haben wir eine kleine Rückkopplung, aber das werden wir auch noch in den Griff kriegen. Wir, das sind, ich darf vorstellen, Frau Dr. Niesner, sie ist die Direktorin unserer Hauptabteilung unserer Volkswirtschaft, Herr Gouverneur Professor Holzmann und ganz rechts außen Herr Dr. Fenz, er ist also unser Prognostiker. Wir beginnen mit den Präsentationen, wie immer, und im Anschluss stehen wir natürlich für Fragen sehr herzlich und gerne zur Verfügung. Herr Gouverneur, bitte. Danke vielmals, meine Damen und Herren, auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Wie immer habe ich das Vergnügen, die österreichischen Daten mit einem Einblick in die Entwicklung im Euroraum als auch mit den geldpolitischen Entscheidungen einzubegleiten. Nachdem gestern die Entscheidung gefallen ist, ist das sicherlich etwas, was Sie jetzt auch in der Fragestunde interessieren wird. Und ich darf übergehen dann auf die erste Folie, wo hier in einer Tabelle die Annahmen, die dem Gesamten zugrunde liegen, auch der österreichischen Prognose ein bisschen vorzustellen. Was wir als Hintergrund haben, ist, dass diese Prognose durch ein hohes Maß von Unsicherheiten an dem Umfeld begründet ist, nicht die Unsicherheiten über ökonomische Entwicklungen, und diese Unsicherheit ist sicherlich nicht gesunken, und daher sind so Dinge wie die Kriegshandlungen, die noch andauern oder nicht, spielen eine Rolle, und zugrunde liegt, dass eben die Kriegshandlungen für 2023 angekündigt, dass sie noch bleiben, dass auch die Sanktionen bis Ende 2024 bleiben und dass es für Covid jetzt keine weiteren Maßnahmen vorgesehen sind. Wenn man sich das Umfeld des BIPs anschaut, dann sieht man sehr klar aus den Daten heraus, dass gegenüber der Prognose des Juni eine wesentliche Veränderung stattgefunden hat, dass es eine Abweichung nach unten gibt. Das heißt, die BIP-Annahmen sind nicht mehr so gut, wie sie noch im Sommer letzten Jahres waren. Und auf der anderen Seite sind, und hier sind die Markterwartungen dabei, die Zinsen gestiegen. Der kurzfristige Zinssatz liegt über den langfristigen, was bedeutet, dass man vorübergehendes Überschießen des kurzfristigen sieht, bevor es wieder runtergeht. Die Wechselkurse sind gleich geblieben. Und auch eine wichtige Annahme, die drinnen ist, betrifft die Exporterwartungen. Der Welthandel wird angenommen, dass er sich abschwächt weiter, nicht sehr stark, aber doch damit verbunden ist, dass man annimmt, dass einige der Veränderungen sich noch weiter durchschlagen werden. Diese Annahme des internationalen Umfelds haben nämlich eine Auswirkung dann auch auf den Euroraum. Auch hier, das sind die beiden wichtigen Dinge, auf der einen Seite wird eine Wachstumsverringerung prognostiziert, das heißt, das reale BIP für 2022, wie es jetzt prognostiziert wird, bereits Ende des Jahres besser, als wir es noch im September hatten, aber für 2023 wird eine leichte Verschlechterung angenommen, sodass letzten Endes für 2023 ein Wachstum von 0,5% angenommen wird. 2024 und 2025 sind noch immer gut, etwas über den potenziellen Output dabei und damit also ein Wiederanstieg in die normale Expansionskurve angenommen wird. Ich glaube, die wesentlichste Veränderung, die wir hatten in dieser Prognose Europaraum, war gegenüber der September-Prognose die doch höheren erwartete Inflation. Die Inflation sowohl für 2022, aber vor allem gerade für 2023 und 2024. Das betrifft sowohl die Headline Inflation, aber auch die Kerninflation. Und das spiegelt das wider, dass sich die
die Preisdynamik aus dem Erdöl sicher durchschlägt auf die Intermediärgüter und dann letztendlich auf die Konsumgüter. Und dieser Durchschlagprozess, von denen angenommen wird, dass er noch länger andauert als wie bisher, ist auch dann für die österreichische Prognose relevanter. Ein dritter Punkt zur Einbegleitung ist so, dass die Wachstumsaussichten, aber auch etwas schwächer, die Inflation über den Euroraum sehr heterogen ist. Nicht auf der linken Seite sehen Sie gerade für 22, dass hier die Wachstumsraten, die erwarteten geschätzten Wachstumsraten, sehr stark sich unterscheiden von sehr, sehr geringem Wachstum in Deutschland bis sehr, sehr hohem Wachstum, das nicht nur in Irland ist, sondern auch in Portugal. Diese Heterogenität wird sich abschwächen, aber noch immer weiter bestehen. Und eine Heterogenität sehen Sie aber auch in den Prognosen der Inflationsrate für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre. Das hat auch damit zu tun mit der Frage, wie mit den höheren Energiepreisen umgegangen wird. Das heißt, in einer Reihe von Fällen sind die Hauptgründe für die unterschiedliche Prognosewerte dahingehend, in welchem Maße budgetär versucht wurde, das Wirken der Ölpreise auf die Konsumentenpreise auszugleichen oder zumindest zu vermindern. Und damit bin ich schon bei den geldpolitischen Entscheidungen, die wir gestern gehabt haben. Wie bekannt wurde nachts drei Erhöhungen, die wir schon vorgenommen haben, 50, 75, 75, beschlossen, dass die nächste Erhöhung 50 Basispunkte ausmacht. Und Sie haben sicherlich sehr, sehr genau auch schon gelesen, die dazugehörige Information, die Aussagen der Frau Lagarde, dass beschlossen wurde auch, dass mit weiteren Erhöhungen im Ausmaß von 50 Basispunkten zu rechnen ist. Das heißt, eine sehr, sehr klare Ansage, wir haben eine Herausforderung. Die Herausforderung ist noch nicht bewältigt. Wir werden daher in diesem Bereich noch weitere Erhöhungen vornehmen müssen. Aber was beschlossen wurde, diese Erhöhungen zunächst für eine gewisse Zeit mit einer konstant erwarteten Erhöhung von 50 Basispunkten zu machen. Neben dieser wichtigen geldpolitischen Entscheidung, Zinssatz. Zinssatz war und ist das Hauptinstrument der EZB, wurde begonnen, auch die Bilanz zu reduzieren, Entscheidungen für die Reduktion der Bilanz vorzunehmen. Und das ist zu sehen aber als ein Teil des Normalisierungsprozesses. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Teil das ist, um auch hier die Inflation zu bekämpfen, sondern es ist ein Teil des Normalisierungsprozesses. Und hier wurde eben zwei Entscheidungen getroffen. Die Details kommen erst in Februar dann, in der Februar-geldpolitischen Rat, den wir haben. Die erste Entscheidung ist, wir beginnen bereits jetzt im März kommenden Jahres mit einer Reduktion der Bankbilanz. Und die zweite Entscheidung ist, wir beginnen mit 15 Milliarden, zunächst bis Ende des zweiten Quartals. Und erst dann entscheiden wir, ob wir höher oder geringer gehen werden. Und das war eine bewusste Entscheidung, dass hier bei den Märkten es verweilen möchte, dass hier Unruhe entsteht. Man möchte die Märkte zunächst prüfen und testen, bevor hier eine Entscheidung vorgenommen wird. Und das ist eine Entscheidung, die in Zukunft über das, was schon gemacht wurde, dass bei Teltros hier schon ein wesentlicher Teil der Bilanzsumme reduziert wurde, um etwa ein Drittel. Und das ist eine weitere Folge der Normalisierung. Und damit darf ich an die Frau Hauptdirektorin übergeben. Frau Niesner, bitte. Vielen Dank. Bitte, ja, danke. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Meine Aufgabe ist es nun, Sie durch die Hauptergebnisse der Prognose für Österreich zu führen. Sie sehen hier in einer zusammenfassenden Tabelle die wichtigsten Zahlen. Die österreichische Wirtschaft prognostizieren wir mit einem Wachstum von 4,9% für dieses Jahr.
Das Wachstum schwächt nächstes Jahr auf 0,6% ab und erholt sich dann in den Jahren 2024 und 2025 wieder. Hinter dieser robusten Zahl für dieses Jahr steckt ein zweigeteiltes Jahr. Wir hatten sehr starke Corona-Aufholeffekte nach wie vor in der ersten Jahreshälfte zu verzeichnen. Es gab ein starkes reales Exportwachstum. Die sinkende Sparquote hat ermöglicht, dass der Konsum stark gewachsen ist. Alle diese internen und externen Wachstumsdriver schwächen aber in der zweiten Jahreshälfte sehr stark ab. Und das ist dann auch das, was die Charakteristika des nächsten Jahres sein werden. Das heißt, eine schwache weltweite Konjunktur ermöglicht auch für Österreich nur eine schwache Exportnachfrage und sinkende Haushaltseinkommen drücken auf den privaten Konsum. Es gibt um die Jahreswende herum unserer Prognose nach zwei Quartale mit einem leichten Defizit. Wir nennen das eine technische Rezession. Insgesamt sollten wir aber nächstes Jahr laut unserer Prognose mit einem leichten Plus herauskommen. Sie sehen, dass die Inflation sehr hoch ist dieses Jahr. Wir prognostizieren dieses Jahr die Inflation, wie sie mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessen wird, mit 8,6%. Diese Inflationsrate schwächt ab in den nächsten zwei Jahren, ist aber auch am Ende des Prognosezeitraums nach wie vor über den angestrebten 2%. Der Budgetsaldo, ich greife hier noch die fiskalische Seite kurz heraus, die ich dann näher ausführe, ist positiv, weil wir schon ab diesem Jahr unter dem Maastricht-Kriterium von 3% zu liegen kommen. Ich werde jetzt ein bisschen den Inflationsoutlook vertiefen, auf die fiskalische Seite gehen und mein Kollege Gerhard Fenz wird dann die Facetten der Realwirtschaft näher darstellen. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann sehen Sie, dass nach wie vor die wichtigsten Treiber der Inflationsrate die orangen Balken sind. Das heißt, bis jetzt war es vor allem importierte Inflation, die den HVPI hochgehalten hat. Aber Sie sehen auch, dass die blauen, sowohl hellblau als auch dunkelblau, das sind interne Treiber der Inflation, ansteigen. Das heißt, wir sind quasi im Übergang von der importierten Inflation zu einer höheren Bedeutung der Kerninflation. Wenn Sie rechts die Kuchengrafik anschauen, dann sehen Sie, welche Komponenten seit Mai zum Inflationsanstieg beigetragen haben. Und seit von Mai bis Oktober waren es nach wie vor die Energiepreise, die hier richtig die Inflation hinaufgedrückt haben. Wir haben dahinter, ich sage immer gerne Einzelzahlen, natürlich spektakuläre Preisentwicklungen, also im Jahresvergleich Gas 116%, feste Brennstoffe 112%. Es wird aber bei der Energiekomponente auch leichte Rückgang, zum Beispiel bei Treibstoffen und Strom. Ich komme dann darauf noch im Detail. Wenn wir in die Zukunft sehen, dann sehen Sie, wenn wir zuerst rechts oben die Zahlen anschauen, dass die Headline Inflation dieses Jahr den höchsten Wert zeigt mit 8,6% und dann abflacht, dass wir aber bei der Kerninflation, die Kerninflation ist die Inflationsrate ohne die volatilen Komponenten Energie und Nahrungsmittel, dass die im nächsten Jahr noch ansteigen wird und bis zum Ende des Prognosezeitraums ganz stark über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Das heißt, wie ich vorher ausgeführt habe, von den importierten Quellen der Inflation bewegen wir uns zur Kerninflation als hauptsächliche Dynamik. Wir sind im Oktober 2022, lag die Kerninflationsrate bei 6,7%. Das ist fast viermal so hoch wie der langfristige Durchschnitt. Dahinter stehen natürlich jetzt Steigerungsraten bei den Lohnstückkosten. Es gibt Lohnabschlüsse, die die Lohnstückkosten hinaufdrücken. Hier komme ich auf etwas zu sprechen, was noch einmal zeigt, welche Treiber der Inflation wichtig waren und welche wichtig sein werden. Aber ich möchte auch etwas sagen zur Richtigkeit unserer Inflationsprognose. Wenn Sie links die Tabelle anschauen, dann sehen Sie, dass 2022 Nahrungsmittel bei 8,8, Industriegüter ohne Energie bei 5,6 lag, Energie bei 41 und Dienstleistungen 4,6. Und außer
den Dienstleistungen sinken die anderen Komponenten. Also Industriegüter ohne Energie werden von einer sich eintrübenden Konjunktur gedämpft, aber die Dienstleistungen, die Dienstleistungsinflation steigt von diesem Jahr von 4,6% auf 5,9%. Und das ist das, was ich vorher ausgeführt habe. Die Inflation kommt bei den internen Komponenten an. Sie sehen, so wie auf der letzten Folie schon gezeigt, die Kerninflation liegt dieses Jahr bei 5% und steigt nächstes Jahr auf 5,6%. Was Sie rechts sehen, ist, wie wir unsere Inflationsprognose seit der letzten Prognose im September revidieren mussten. Sie sehen, dass die Raute zeigt den HVPI insgesamt, und da haben wir fürs nächste Jahr keine großen Anpassungen mehr vornehmen würden. Das heißt, wir haben jetzt die Inflation dort prognostiziert, wo wir auch, wir haben die Prognose nicht mehr geändert, aber hier wieder die Treiber ändern sich. Also wir haben Energieinflationstreiber rausgenommen und sehen aber stärker Nahrungsmittel und Kerninflation die Dynamik beherrschen. Ich komme jetzt zu etwas, wo wir, so wie wir während der Pandemie viel über Viren geredet haben, reden wir zurzeit viel über Energiepreise. Und hier würde ich gerne noch einmal vergrößern, wo wir bei Großhandelspreisen für Energie und bei Einzelhandelspreisen für Energie für Österreich liegen und wie sich politische Maßnahmen hier auch auswirken. Links sehen Sie die Großhandelspreise. Sie sehen, die schwarze Linie ist das Rohöl, die geht laut den Terminnotierungen in den nächsten Monaten sanft hinunter. Nicht so klar ist hier die Entwicklung bei Gas und bei Strom. Sie sehen also, dass der Strompreis, das ist die grüne Linie, nach wie vor wieder ausschlagen wird. Das ist eine gewisse Saisonalität, die auch durch den Winter zu erklären ist. Und Sie sehen, dass auch bei Gas noch einmal am Großhandelspreis eine Steigerung zu erwarten ist und dann nicht rasch ein Sinken kommt. Und diese Großhandelspreise übertragen sich dann mit einer gewissen Zeitverzögerung in die Einzelhandelspreise, also das, was der Haushalt wirklich spürt. Das geht aber nicht sofort. Wir haben am Gas- und Strommarkt 40% flexible und 60% fixe Verträge, die österreichische Haushalte bei Energieunternehmen haben. Das heißt, flexible verändern sich sofort, aber die anderen Preisanpassungen passieren dann 7 bis 12 Monate später. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass Sie hier die gelbe Linie für Gas nach dem Cut-off-Date, das ist die geschriftliche Linie der Prognose, noch weiter ansteigen sehen. Was aber bemerkenswert ist hier der Unterschied zwischen der grün strichlierten Linie und der grün durchzogenen Linie. Und hier sehen Sie die Auswirkung der Strompreisbremse. Also wir erwarten sinkende Strompreise, so wie sie in der grünen Linie dargestellt sind. Und das wird deutlich gedämpft durch den staatlich beschlossenen Stromkostenzuschuss. Diese Dämpfung macht nächstes Jahr minus 0,9% des HVPI aus. Wenn die Maßnahme ausläuft, dreht das aber natürlich wieder ins Positive und wir müssen etwas draufschlagen auf unsere prognostizierte Inflationsrate. Ich komme jetzt nach diesem genaueren Inflationsbild zur fiskalischen Seite, die sich gutartig darstellt. Wir sind dieses Jahr schon wieder unter 3% des BIP als Budgetsaldo, 3% als Maastricht-Größe. Wenn Sie aber auf die Balken schauen, dann sehen Sie, dass hier, dass sich viel tut. Einerseits laufen Covid-Maßnahmen aus und andererseits setzen energieteuerungsabfindende Maßnahmen schon ein. Und wir sind hier so in einem, das Bild mischt sich vor allem in diesem Jahr sehr stark. Sie sehen in den blauen Balken, dass die Covid-Maßnahmen 2021 wichtig waren und immer weniger wichtig werden. Sie sehen beim roten Balken, das kann man auch automatische Stabilisatoren nennen, das bedeutet, dass wir durch die konjunkturelle Erholung und durch stark sprudelnde ein stark sprudelndes Steuerwachstum hatten wir eine positive Auswirkung auf den Budgetsaldo. Und zusätzlich kommen eben jetzt schon zukunftsorientierte Maßnahmen. Die Energiepakete sehen Sie in Violett. Die ökosoziale Steuerreform, die auf dem Budgetsaldo drückt, also
mehr ins Defizit drückt, sehen Sie in grün. Was wichtig ist zu bemerken und was wir geändert haben in unserer Prognose, sind die violett strichlierten, nach unten zeigenden Balken im Jahr 2024 und 2025. Das ist auf die Abschaffung der kalten Progression zurückzuführen. Das heißt, es verhindert jetzt die Abschaffung der kalten Progression eine automatische Budgetverbesserung gegen Ende des Prognosezeitraums. Wenn ich noch auf die Schuldenquote zu sprechen komme, auch hier zeigt sich ein gutartiges Bild. Die Schuldenquote sinkt von über 80% vom letzten Jahr auf unter 80%, nämlich auf 77,2% dieses Jahr und wird rasch weiter sinken. Hier hilft uns ein hohes nominelles BIP-Wachstum, das im Nenner dieser Quote stark wirkt. Und Sie sehen eben an den roten Balken diesen Nenner-Effekt, also der rote und der grüne Balken im Jahr 2022, der insgesamt das nominelle BIP-Wachstum ergibt, drückt die Schuldenquote hinunter. Andere Größen drücken die Schuldenquote hinauf. Österreich verzeichnet ein Primärdefizit. Das bleibt so bis zum Ende des Prognosezeitraums, das ist der blaue Balken. Und was auch zu sagen ist, die Zinsausgaben steigen wieder für den österreichischen Staat. Das ist der gelbe Balken, das geht hinauf. Insgesamt aber eine gutartige Entwicklung der Schuldenquote in Österreich. Hiermit übergebe ich jetzt an meinen Kollegen für die Realwirtschaft. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ein schöner Vormittag. Birgit Niessen hat ja bereits durch die Hauptergebnisse unserer Prognose geführt. Ich darf Ihnen jetzt noch einige Aspekte unserer Konjunktur- und Wachstumsprognose näher bringen und lassen Sie mich mit einem Blick auf die kurzfristigen Konjunkturaussichten beginnen. Sie haben ja schon gehört, das Jahr 2022 war ein zweigeteiltes. Das sehen Sie hier in Zahlen gegossen. Ein sehr starkes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in den ersten beiden Quartalen. Und dann sozusagen der abrupte Wachstumsstopp mit dem dritten Quartal. Soweit reichen die historischen Zahlen. Dieser Wachstumseinbruch, diese Konjunkturabschwächung ist sehr stark von der Industrie getrieben. Sie sehen auf der linken Seite Vorlaufindikatoren für die Industrie, die Produktionserwartungen und die Auftragseingänge, die sich schon seit geraumer Zeit stark nach unten entwickeln und diesen Wachstumseinbruch frühzeitig signalisiert haben. Der weitere Verlauf dieser Indikatoren macht aber auch deutlich, dass wir in der Industrie auch noch in den kommenden Monaten mit einem Rückgang der Produktion rechnen müssen. Und das führt uns eben in der Prognose zu der schon erwähnten Annahme, dass wir von einer technischen Rezession zum Jahreswechsel ausgehen, also mit zwei Quartalen mit leicht negativen Wachstumsraten, mit minus 0,2 und minus 0,3% jeweils im Vergleich zum Vorquartal, im vierten Quartal, also im aktuellen Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal des nächsten Jahres. Die Rezession wird aber nur mild und kurz sein und dafür spricht eine Reihe von Gründen. Zum einen beobachten wir bereits eine deutliche Entspannung bei der Lieferkettenproblematik. Die Füllstände der Gasspeicher sind jedenfalls aktuell beruhigend hoch und lassen keine Produktionskürzungen erwarten. Die Energiepreise entwickeln sich auf den Großhandelsmärkten jedenfalls schon wieder zurück. Und wir beobachten auch einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Dazu kommt noch die erwartete konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft. All das wird dazu führen, dass wir im Laufe des kommenden Jahres wieder stärkere Wachstumsraten beobachten werden und in der zweiten Jahreshälfte wieder zu Wachstumsraten im langfristigen Durchschnitt zurückkehren. Das wird auch noch verdeutlicht durch diverse Konjunkturindikatoren, die sich jetzt am aktuellen Rand begonnen haben, leicht zu verbessern. Sie sehen das an dem leichten Zacken hinauf, auch bei den Produktionserwartungen der Industrie. Aber es gibt auch Indikatoren für Deutschland wie den IFO, den ZEW-Index, die zuletzt nach oben tendiert haben. Darauf aufbauend sozusagen erwarten wir daher für das Gesamtjahr ein moderates Wachstum von 0,6%, aber damit auch ein bisschen mehr als die vorliegenden Prognosen von anderen Instituten momentan sagen.
Wenn man die erwartete Konjunkturentwicklung in Österreich mit jenen in anderen Ländern vergleicht, so ist insbesondere auffällig, dass der Abschwung in Österreich deutlich schwächer ausfallen dürfte als bei unserem wichtigsten Handelspartner Deutschland. Für Deutschland gehen wir, Gunnar Holzmann hat das am Anfang schon ausgeführt, von einer leichten Rezession für das Gesamtjahr 23 aus. Die Wirtschaft wird um einen guten halben Prozentpunkt sinken. Für Österreich eben ein leicht moderates Wachstum im positiven Bereich. Das ist aber ein Trend, der schon seit einigen Jahren anhält. Wenn man zurückblickt bis ins Jahr 2017, so ist ab diesem Zeitpunkt bis heute die österreichische Wirtschaft um 4,5 Prozentpunkte stärker gewachsen als die deutsche. Und der Hauptgrund für diese Entwicklung ist im Industriesektor zu suchen. Beeindruckend, die österreichische Industrie ist seit 2017 um mehr als 20 Prozentpunkte stärker gewachsen als die deutsche. Und wir haben das uns hier ein bisschen detaillierter angeschaut. Denn die Haupterklärung für diesen Unterschied ist in der sektoralen Zusammensetzung zu suchen, insbesondere hier in der Automobilindustrie, die bis Ende 2020 den Großteil dieser Wachstumsdifferenz zwischen der Industrie in Österreich und Deutschland erklärt. Hier spielen spezifische Probleme in Deutschland eine Rolle, Stichwort Dieselskandal, verspäteter Einstieg in die Elektromobilität, aber zuletzt auch eine größere Betroffenheit von globalen Lieferengpässen. Aber ganz wichtig zu bedenken ist auch, dass die deutsche Automobilindustrie einen viel größeren Wertschöpfungsanteil hat, als das in Österreich der Fall ist. Sie macht in Deutschland fast 5% der Wertschöpfung aus, in Österreich weniger als 2%. Das heißt, Probleme in diesem Sektor schlagen in Deutschland auch zwangsläufig viel stärker auf die Gesamtwirtschaft durch. Neben dieser sektoralen Zusammensetzung spielt noch die regionale Ausrichtung der Industrie eine Rolle. Die deutsche Industrie ist viel stärker in globale Wertschöpfungsprozesse außerhalb Europas integriert als die österreichische. Sie ist viel stärker Richtung China orientiert. China ist der zweitwichtigste Exportmarkt für Deutschland. In Österreich rangiert China nur an 10. Stelle. Das heißt, die Wachstumsschwäche in China wie auch die globalen Lieferengpässe betreffen die deutsche Wirtschaft aktuell stärker als die österreichische. Das sind die zwei wichtigsten Gründe, wieso es zu dieser Wachstumsdifferenz unserer Einschätzung nach kommt. Daneben spielt noch eine Reihe anderer Gründe, wie die ungünstigere demografische Entwicklung, eine geringere Investitionsquote oder auch das geringere Produktivitätswachstum in den letzten Jahren in Deutschland eine gewisse Rolle. Aber man kann an sich sagen, sozusagen, dass dieser alte Spruch, dass die österreichische Wirtschaft eine Grippe bekommt, wenn die deutsche eine Verkühlung hat, eigentlich seine Gültigkeit verloren hat. Die österreichische Wirtschaft mag weniger stark oder der Wachstumsabschwächung mag weniger stark sein als in Deutschland, aber sie ist nichtsdestotrotz signifikant. Und das führt, wie schon ausgeführt, in Österreich in unserer Prognose dazu, dass wir von einer sehr schwachen Investitionsdynamik in den nächsten beiden Jahren ausgehen. Und diese schwache Investitionsdynamik betrifft ganz besonders den Wohnbau, wobei hier nicht nur konjunkturelle Faktoren, sondern auch längerfristige Trends eine große Rolle spielen. Was Sie hier sehen auf der linken Grafik, ist eine Schätzung des Überangebots oder der Übernachfrage auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Wir sehen, dass im Jahr 2021 erstmals seit fast 10 Jahren die Nachfrage, der Bedarf an Wohnimmobilien für Wohnzwecke wieder geringfügig niedriger war als das Angebot, sozusagen der Bestand an Wohnimmobilien. Den Bedarf schätzen wir anhand der demografischen Entwicklung in erster Linie ab, also das sind die Anzahl der Haushalte in Österreich. Und der Bestand, das Angebot, die Entwicklung davon wird durch die Fertigstellungen determiniert. Vor 2021 war es zum letzten Mal im Jahr 2012, dass Angebot und Nachfrage etwa ausgeglichen haben. Ab diesem Jahr ist es dann zu einem deutlichen Nachfrageüberhang gekommen, das heißt die Bevölkerungsentwicklung war deutlich dynamischer, die Bautätigkeit relativ schwach. Bis zum Jahr 2016 gab es einen Nachfrageüberhang unserer Schätzung nach von 60.000 Wohnungen, der sich aber in den nachfolgenden Jahren aufgrund einer sehr regen Bautätigkeit bei einer gleichzeitig nachlassenden Bevölkerungsdynamik Schritt für Schritt zurückgebildet hat und eben jetzt umgedreht hat. Und diese Trendwende ist auch schon in den Baubewilligungen sichtbar. Die Baubewilligungen sind 20 und 21 schon deutlich zurückgegangen, auch im ersten Halbjahr dieses Jahr mit einem Minus von 20% deutlich schwächer geworden. Und das ist ein sehr valider Vorlaufindikator für die Wohnbauinvestitionen in der Zukunft. Neben diesem eher längerfristigen Trend gibt es aber noch eine Reihe von Faktoren, die den Wohnmarkt, die Wohnbauinvestitionen unter Druck setzen. Dazu zählen natürlich auch die steigenden Zinsen, die hohen
Grundstücks- und Baukosten, die sinkenden Realeinkommen, aber natürlich auch die Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien, die beschlossen worden ist. In Summe aber eben gehen wir davon aus, dass es wirklich zu einer Trendwende bei den Wohnbauinvestitionen kommt mit negativen Wachstumsraten in den nächsten Jahren, wie Sie das hier auf der Tabelle sehen können. Ein Lichtblick bleibt hingegen der Arbeitsmarkt, der sich trotz der Konjunkturabkühlung im Prognosehorizont sehr robust entwickeln wird. Das Beschäftigungswachstum schwächt sich zwar aktuell ab, es wird aber über den Prognosehorizont und auch im Jahr 2023 positiv und in den Folgejahren kräftig bleiben. Die Gründe dafür sind, dass wir eher nur eine relativ kurze technische Rezession erwarten und dass auch das sich in den Erwartungen der Unternehmen widerspiegelt, die wiederum angesichts der Erfahrung von Arbeitskräftemangel in den letzten Jahren dazu tendieren, ihre Beschäftigung zu halten, um sozusagen für den bevorstehenden Aufschwung in 2023/2024 gerüstet zu sein. Der zweite Bestimmungsfaktor am Arbeitsmarkt, das Arbeitsangebot, wird sich ebenfalls sehr prozyklisch entwickeln. Das ist auch etwas, was wir in der Vergangenheit typischerweise beobachtet haben. Diese Prozyklizität sehen Sie hier in der rechten Abbildung anhand der blauen Balken. Das heißt, die Erwerbsquoten, die das widerspiegeln, werden nächstes Jahr nicht zum Angebot, zum Wachstum des Arbeitsangebots beitragen. Das heißt, die Erwerbsquoten werden stagnieren und erst in den Jahren 24 und 25 wird mit steigenden Erwerbsquoten auch wieder ein kräftigeres Wachstum des Arbeitskräfteangebots erwartet. In Summe dieser beiden Faktoren, also Entwicklung der Beschäftigung und Entwicklung des Arbeitsangebots, ergibt sich ein nur sehr geringfügiger Anstieg der Arbeitslosenquote im nächsten Jahr auf 4,9% und dann ein Rückgang in den Folgejahren bis 2025 auf 4,6%. Der robuste Arbeitsmarkt findet auch in der Lohnentwicklung seinen Niederschlag. Definitiv aber noch nicht heuer sozusagen, weil hier führt ja die unerwartet hohe Inflation noch zu deutlichen Reallohnverlusten. Mit einem Minus von 3,7% kommt es überhaupt zu den höchsten Verlusten seit 1960, dem Jahr, ab dem es eine durchgehende vergleichbare Zeitreihe für diese Größe gibt. Auch 2023 bleibt die Inflation noch hoch und die Reallöhne werden zwar steigen, aber noch vergleichsweise schwach. Aber dann im Jahr 2024 kommt es aufgrund der verzögerten Inflationsabgeltung bei gleichzeitig deutlich niedrigerem Preisauftrieb zu einem kräftigen Anstieg, einem deutlichen Plus bei den Reallöhnen von 2,2%. Das ist einer der höchsten Zuwächse, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dann beobachten können. Die Lohnquote spiegelt die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt auch wieder. Heuer natürlich aufgrund der unerwartet hohen Inflation ein Rückgang der Lohnquote, also jener Variable, die für Verteilungsfragen durchaus relevant ist. Aber in den Jahren 24 und 25 erreicht die Lohnquote bereits wieder ein Niveau, das leicht über dem Durchschnitt der Vorkrisenjahre 2015 und 2019 gelegen ist. Und dieser Prognose liegt eine Annahme für die Tariflöhne zugrunde, die für die Jahre 24 und 25 aus unserer Sicht durchaus moderat sind. Das heißt, aufgrund des beobachteten Arbeitskräftemangels sehen wir auch ein gewisses Aufwärtsrisiko für diese Prognose im hinteren Bereich sozusagen des Prognosehorizonts. Diese Entwicklung von Beschäftigung und Löhne sind auch die wichtigsten Bestimmungsfaktoren für das Wachstum der verfügbaren Haushaltseinkommen. Und diese Haushaltseinkommen wiederum bestimmen ganz wesentlich diesmal den weiteren Konjunkturverlauf im Prognosehorizont. Heuer werden die verfügbaren Haushaltseinkommen real um 2,5% zurückgehen. Das ist nach dem Corona-Jahr 2020 der stärkste Rückgang in den letzten 20 Jahren. Sie sehen an der Zusammensetzung hier, dass das relativ kräftige Wachstum der Beschäftigung bei weitem nicht ausreicht, um die Reallohnverluste und die Verluste bei den Vermögenseinkommen auszugleichen. 2023 werden dann die Haushaltseinkommen nur noch geringfügig zurückgehen. Die Inflation bleibt zwar hoch, aber auch das Lohnwachstum legt zu und zusätzlich wirkt die Steuerreform unterstützend. Negativ hingegen wirkt das Auslaufen diverser Einmalzahlungen über die Nettotransfers auf die Haushaltseinkommen. Dann aber im Jahr 2024 kommt es wirklich zu einem historischen starken Anstieg der Haushaltseinkommen. Es ist eben diese verzögerte Inflationsabgeltung sowohl bei den Löhnen, aber auch bei wichtigen Transferzahlungen wie den Pensionen, bei gleichzeitig geringer werdenden Inflationsraten
die zu einem Plus von 4,1% führen. Und das würde den stärksten Anstieg der Haushaltseinkommen seit rund 20 Jahren bedeuten. Und damit werden unserer Einschätzung nach auch die Nachfrage der privaten Haushalte die wichtigsten Konjunkturimpulse senden. Und der private Konsum wird mit einem Wachstum von knapp über 2% zu der zentralen Konjunkturstütze im Aufschwung im Jahr 2024 werden. Schließen möchte ich mit einer kurzen Abschätzung, wie viel die hohen Energiepreise Österreich bisher gekostet haben und auch noch kosten werden. Die Corona-Pandemie, aber auch der Ukraine-Krieg hat ja zu einem beispiellosen Anstieg der Energiepreise geführt. Die österreichischen Preise für die österreichischen Energieimporte stiegen in den Jahren 21 und 22 zusammen um rund 275%, also fast eine Vervierfachung. Und da die Exportpreise diesen Anstieg bei Weitem nicht kompensieren können, kommt es zu einem Einkommensabfluss aus Österreich ins Ausland. Dieser Einkommensabfluss, dieser Einkommensverlust ist dauerhaft, solange die Energiepreise hoch bleiben. Und wir haben versucht, diesen Schock zu quantifizieren, indem wir die Einkommensabflüsse anhand der Außenhandelsströme und Preisänderungen abgeschätzt haben. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass sich allein in den Jahren 2021 und 2022 kumuliert ein Verlust von 13,2 Milliarden Euro bereits ergeben hat. Der Großteil dieses Verlustes fällt in das heurige Jahr mit über 10 Milliarden oder knapp 2,5% der Wirtschaftsleistung Österreichs in diesem Jahr. Der weitere Verlauf der Energiepreise ist natürlich von einer großen Unsicherheit behaftet. Sie sehen die Annahmen auf der linken Grafik, die der Prognose zugrunde liegen. Wenn wir die in unsere Schätzungen einbauen und die Einkommensverluste dann auch in die Zukunft fortschreiben, so zeigt sich, dass die über den Prognosehorizont etwas geringer werden, im Einklang mit den zurückgehenden Energiepreisen, aber beträchtlich bleiben und auch am Ende des Prognosehorizonts noch Verluste in der Höhe von 1,5% des BIP aktuell zu erwarten sind. Ja, und diese Verluste müssen über kurz oder lang von den österreichischen Haushalten und Unternehmen getragen werden und schmälern sozusagen unser Einkommen, unsere Wohlfahrt. Ja, damit wäre ich mit meinen Ausführungen zu Ende und darf an Dr. Gutleder, unsere Pressesprecher, zurückgeben. Vielen Dank, Frau Dr. Nieser, Herr Gouverneur, Herr Dr. Fenz, vielen Dank für die Ausführungen. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, Sie finden natürlich diese Unterlagen alle auf unserem Internet. Und wenn Sie auch Zeit hatten, können Sie mal unseren Konjunktur-Dashboard also besuchen. Eine Quelle vieler, vieler Daten, a wealth of data in unserem Internet. Ich darf jetzt die Fragerunde eröffnen und sehe den Herrn Marton Eder von Bloomberg. Herr Eder, bitte. Ich hätte zwei Fragen an den Herrn Gouverneur. Sie haben vor der gestrigen EZB-Rat darüber gesprochen, dass ein Schritt von 75 Basispunkten notwendig wäre, wenn die Inflationsaussichten nicht deutlich verbessern. Angesichts der neuen Prognosen, sind Sie mit dieser Entscheidung zufrieden? Und die zweite Frage, Christine Lagarde sprach von diesem ausreichend restriktiven Zinsniveau. Wo sehen Sie aus heutiger Sicht dieses Niveau? Oder man könnte auch fragen, diese Terminal Rate. Herr Gouverneur, bitte. Danke vielmals für diese unerwartete Frage. Ich glaube, beide Fragen geben dasselbe Problem herum. Die 75, die ich in die Diskussion geworfen habe, das war, wenn man so will, die Reaktion auf die neuen Prognosen, die sehr stark gezeigt haben, nicht, dass wir noch nicht auf einen Gleichgewichtspfad zugehen, sondern dass die Inflationen gegenüber das, was wir bisher prognostiziert werden, darüber hinausgehen. Und daher es wichtig war, ein entsprechendes Signal zu setzen. Was die Diskussion ja gezeigt hat, war, dass wir alle im Rat der Meinung waren, dass wir entsprechende energische Schritte setzen sollen und dass diese Schritte einige Zeit oder einige Schritte brauchen, um umgesetzt zu werden. Da war die Frage, soll man mit einem, nennen wir es Tobisch 75
oder mit einem Hawkish 50 hineingehen. Und Sie haben die Kommunikation mitbekommen. Nicht? Wir haben das gemeinsame Ziel, hier vorzugehen. Die Frage war, durch welchen Weg. Und dann haben wir uns entschlossen, zu 50%, aber auch mit der Ankündigung, dass das für einige Zeit weitergehen wird. Und das führt zur zweiten Frage. Ja, es ist die feste Absicht, in den Bereich des restriktiven Politik weit vorzustoßen, wenn es notwendig ist. Das heißt, damit können Sie den Terminal Rate hoch ansetzen. Wo er ist, darüber reden wir nicht. Dankeschön. Herr Akagawa, Nikkei. Ich habe zwei Fragen an Herrn Gouverneur. Also mein Name ist Shogo Akagawa von der Japanischen Tageszeitung Nikkei. Eine Frage ist, in der Sitzung im Februar wird konkrete Maßnahmen in der EZB entscheiden. Von Ihrem Gesichtspunkt, was soll EZB genau im Februar entschieden werden? Wie weit soll die Bilanzreduzierung gehen? Und zweite Frage, wie schätzen Sie die Risiken von Second Round Effects für nächstes Jahr ein in Österreich und in Eurozone? Danke. Second Round Effect, wo kann Sie spezifisch sein? In Österreich, in Europa. Für die Inflation? Ja. Kann auch das BIP gehen, aber Second-Round-Effekt für Inflation. Danke. Inflation. Ja, was wir gestern beschlossen haben, war das Prinzip, nicht? Also wir machen etwas, wir planen mit März zu beginnen und beginnen mit 25. Wenn man sich genauer anschaut, dann kommt man drauf, dass es noch eine Reihe von weiteren Dingen bedarf, um hier das operativ zu gestalten, nicht? Das Gesamte wird davon abhängen, auch wie die Erfahrungen der anderen Länder sind. Ich habe wieder explizit stark eingefordert, dass wir uns anschauen, was die Fed, was England, aber auch was Kanada und Australien tut. Die haben das schließlich schon begonnen, um hier zu lernen. Ein weiterer Punkt ist ja auch dann die technischen Details. Also wie machen wir es? Also in welchen Bereichen tun wir es? Denn das Auslaufen von Wertpapieren ist ja nicht jetzt dann gleich verteilt über alle Monate, manchmal mehr, manchmal weniger. Wie tut man das? Wo kauft man an? Wenn man ankauft, mit welcher Maturität, um wieder anzukaufen, um auch dann nach hinten die Möglichkeit, dann vielleicht stärker oder schwächer zu sein. Also alle diese Dinge, die bedürfen noch einer Erklärung. Wir haben sie schon andiskutiert, aber in vielen Bereichen noch keine Entscheidung getroffen. Und da wird das eben in Februar werden, wenn man so will, die technischen Dinge noch einmal eingepflockt, die aber auch Wirkungen haben, nicht? Also für die Märkte. Denn uns liegt es daran, die Märkte so wenig wie möglich zu verunsichern. Aber da spielt auch nicht die Frage dann eine Rolle, falls es wieder ein großes makrokurs Opala gibt, nicht? Also, und wir müssten wieder einmal mehr kaufen. Wie ist das mit dem weniger Kaufen verbunden? Wie würden wir das tun? Alle diese Dinge, wir werden nicht alle gelöst haben bis dorthin, aber einige davon, die wir brauchen, werden bis dorthin angesprochen werden. Und die Zweitrundeneffekte, nicht? Das ist genau das, was uns allen ein bisschen Sorgen macht. Nicht? Das sind ja zum Teil, das wurde eh schon angesprochen, sie tauchen ja schon auf, wir sehen es in Daten heraus. Dadurch ist eben der Rücken viel breiter des Rückgangs dabei. Und der wird eben getragen von zwei Dingen. Auf der einen Seite, dass eben der Pass-Through-Effekt, die Weitergabeeffekte, bis jetzt im Bereich sowohl der Produktion, aber auch im Bereich der Lohnpolitik sichtbar sind, nicht? Da ist die Frage, verstärken sie sich oder schwächen sie sich ab? Das wird mit verschiedensten Dingen zusammenhängen, aber sie sind an unserem Planungshorizont, das heißt rein innereuropäisch gesprochen, ohne Auslandseffekte, die auch noch dazukommen können, ist mit wesentlichen Zweitrundenseffekte zu erwarten. Einige sind schon drinnen, aber die Sorge ist, dass vielleicht noch mehr werden, und dadurch beobachten wir das ganz genau. Vielen Dank. Mr. Murphy, Reuters, François, bitte.
Hallo, Herr Gewinner. Hallo, sorry, ich darf heute in der Business Class sitzen. Ja. Sorry, das ist alles ein bisschen subtil für mich. Bitte? Hören Sie mich? Hört sich schon, ja. Okay, sorry. Ja, Ihre Aussagen, dass man zwischen so einem Dovish 75 Basispunkte und so einer Hawkish 50, das ist mir ein bisschen subtil. Also sind Sie enttäuscht von dieser Entscheidung, 55 Basispunkte und diese Forward Guidance jetzt, wo man sagt, wie groß jeder Schritt sein wird in naher Zukunft? Oder geht die EZB zu vorsichtig da um? Na, bei den 75 ist mir gegangen, nicht zu sagen, wir sehen ein Problem, wir müssen darauf antworten. Die Frage war, die ich auch dort gestellt habe, ist es möglich, eine Kommunikation zu konstruieren, die gleich stark ist und wahrgenommen wird? Und da hatte ich meine Hoffnungen, meine Vorbehalte, aber wenn ich jetzt sehe, wie die Märkte das aufgenommen haben und wie die Nachrichtenagentur das aufgenommen haben, muss ich sagen, ja, ich habe es voll verstanden. Es ist eine hawkische Ansage, die da ist, nicht, die für mich äquivalent ist der 75, nicht, in dieser Weise, dass man sagt, hoppla, wir machen jetzt und wir bewegen uns bis in den restriktiven Bereich hinein. Nicht. Mir ist es gegangen um die Wirksamkeit, weniger Instrumente, nicht? Und die Message ist von der Frau Lagarde extrem gut rübergekommen und, glaube ich, richtig aufgenommen worden. Noch immer verunsichert? Naja, also es klingt noch immer ein bisschen, wie soll ich sagen? Also es klingt schon, als ob Sie enttäuscht sind, aber es hätte schlimmer sein können. Nein, das ist falsches Lesen. Ich wollte eine Message haben dabei. Und das eine kann man sagen, nicht? Eine Zahl ist besser als 100.000 Worte, aber die 5 oder 10 Worte, die da drinnen waren bei der Legat, waren äquivalent. Okay? Vielen Dank. Ich sehe keine. Doch, okay. Der Kollege von der APA ist es, nicht, oder? Herr Pollett, bitte. Dankeschön. Auch noch eine Frage zur Geldpolitik. Sie haben jetzt in der Konjunkturprognose auch gesagt, dass es 2023 eine große Heterogenität bei Wachstum und Inflation in der Eurozone geben wird. Wird das die Entscheidungsfindung der EZB erschweren? Ich glaube nicht, nach den bisherigen Erfahrungen zu schätzen, denn die Heterogenität nicht in der Entstehung des BIP, nicht? Das wurde ausgeführt hier gerade gegenüber Deutschland auf unterschiedlichste Faktoren zurückzuführen, von denen einige auch in Zukunft da sein werden, nicht? Aber Deutschland ist ja gerade auch dabei, sich die Diskussion darüber, welche Reindustrialisierung man machen kann und die Möglichkeit, in neue Bereiche vorzudringen. Und auf der Preisseite ist ja vieles der Heterogenität jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass es Unterschiede gibt in der Arbeitslosigkeit, dass es auch Unterschiede gibt im Rahmen des Wettbewerbs, Unterschiede auch der internen Verpflichtungen, sondern ein großer Unterschied im Moment ist noch derzeit, und da gibt es ja auch schon eine Reihe von Tabellen, die das zeigen, ob das gesamte, die Ausgabenstützung, die Stützung gegenüber dem Energiepreisanstieg, ob die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine Stützung, aber die budgetisieren wir, nicht? Und dann läuft das aus. Und hier ist die Frage, wie dieses Auslaufen sich dann rüberschlägt, wie viel in Zukunft noch kommt. Eines der Dinge, die wir auch gestern, nicht? Der Dombrovskis war auch wie immer bei den Gesprächen dabei und die Message, die wir rübergebracht haben, Nummer eins, bitte zielgerichtet, bitte zielgerichtet. Und Nummer zwei, wenn sie stattfindet, nicht diese Zielgerichtetheit, dann auch insgesamt Volumen her so zu machen, dass es nicht dazu ist, nicht wir versuchen jetzt dann nicht nur vom Gas wegzugehen, sondern auf die Bremse zu steigen. Schaut zu Ihnen hinüber, dass das Bremse, genau. Sondern, dass das Gesamte nicht kontrakariert mit einer expansiven Geldpolitik. Nicht? Dass also die Koordination zwischen der Fiskals- und der Geldpolitik ein wichtiger Bereich ist, das war auch eine Message. Und je besser das gelingt, nicht, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, desto geringer werden die Widersprüche sein. Vielen Dank. Herr Pollett, passt das?
Wunderbar. So, ich schaue jetzt in den Raum und sehe keine Fragen mehr. Ich habe auch im virtuellen Raum also keine Fragen, die also dringend an uns gestellt werden müssen. Ich verstehe natürlich, dass die Geldpolitik also heute das Primat hatte und unsere gute Konjunkturprognose ein bisschen also untergegangen ist dabei, aber so ist die Welt, so ist die halt. Wunderbar, dann darf ich diese Pressekonferenz heute beschließen. Vielen Dank, Frau Dr. Niesner, Herr Gouverneur, Herr Dr. Fenz. Ihnen danke ich für die Teilnahme und nachdem das unsere letzte Pressekonferenz ist vor dem Weihnachtsfest und vor dem Jahreswechsel, darf ich allen noch ein friedvolles Weihnachtsfest wünschen. Alles Gute für das nächste Jahr. Auf Wiedersehen.